Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. So, guten Morgen. Ich warte jetzt noch auf die letzten Teilnehmer, die sich gerade einloggen. Mein Name ist Claudia Brüschle von Industrie- und Handelskammer Cottbus. Ich werde Sie begrüßen zu unserem Webinar Fit for Restart Mehrwertsteuerreduzierung auf Zeit. Was nun? Kleinen Moment noch. Unser Moderator von der BWE Handelsberatung wird sich auch gleich noch zeigen, auch mit seinem Mikrofon und im Bild. Kleinen Moment. Und dann können wir starten. Ah, da war es ganz kurz. Herr Becker, wunderbar. Guten Morgen an alle. Ihren Ton kann ich noch nicht hören. Aber vielleicht klappt es. Guten Morgen. Jetzt haben wir es geschafft. Herr Becker? Guten Morgen, Frau Brüschle. Ja, jetzt müssen Sie mich hören. Guten Morgen. So, jetzt haben wir es geschafft. Es sind ziemlich viele Teilnehmer anwesend, die sich auch angemeldet haben. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte mich noch mal vorstellen. Ich bin die Claudia Brüschle, langjährige Handelsreferentin der Industrie- und Handelskammer Cottbus. Ich betreue die gastgewerblichen Unternehmen und meine Kollegin Nadine Kilian ist die Handelsreferentin im Haus. Sie betreut die Händler und ist bekannt. Sie wird auch weiterhin Webinare und Veranstaltungen durchführen. Heute nun geht es in dem Webinar um das Thema Mehrwertsteuerreduzierung auf Zeit. Wie geht es weiter? Was nun? Wir haben in unserer IHK nun registriert in Südbrandenburg ca. 13.000 Unternehmen. Durch die Corona-Pandemie sind insbesondere in diesen Branchen durch die vergangenen Schließungen und auch die aktuellen Umgangsverordnungen immer noch große Einschränkungen für die Kunden und für die Gäste zu verzeichnen. In der Vergangenheit und auch jetzt werden immer noch Umsatzeinbußen gesehen und auch vermerkt. Und um diesem zu begegnen, haben wir für die Branchen, speziell Handel und Tourismus, ein Projekt erstellt mit dem Namen Fit for Restart. In diesem Projekt bieten wir jetzt Ihnen kostenfreie Webinare an, wie jetzt das heutige Webinar. Wir hatten bereits 3 Webinare durchgeführt und wir möchten damit den Mitgliedsunternehmen aktuelle Informationen und auch das Verständnis im heutigen Thema zur Reduzierung der Mehrwertsteuer weiter erklären. Wir haben in der zweiten Phase des Projektes, das kann Herr Becker umblättern, genau, haben wir Beratungsangebote aufgestellt. Und zwar, wir beginnen mit 5 Beraterstunden, die wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen. Wir haben Fachberater für den Handel ausgesucht, unter anderem auch die BWE Handelsberatung, um dass Sie Ihre Geschäftsmodelle überdenken können, Optimierung finden können und dass wir Sie unterstützen können mit Fachreferenten, die wir kostenfrei anbieten. Wir bezahlen das für Sie. Weitere Beratungen sind in den Phasen 3 auch über Fördermittelmöglichkeiten, zum Beispiel über die BAFA möglich.
Da unterstützen wir Sie dabei und auch der bisherige Referent, der Sie in den 5 Stunden beraten hat. Nun ist es so, dass wir schon viele Teilnehmer gewonnen haben in dem Beratungsprojekt, aber dieses steht bis 31.12. diesen Jahres. Also Sie können sich ganz in Ruhe noch überdenken, ob Sie sich anmelden möchten oder nicht. So, und jetzt kommen wir zum Webinar von heute. Das von der Bundesregierung verabschiedete Konjunkturpaket zur Mehrwertsteuerreduzierung stellt Sie jetzt vor große Herausforderungen. Wie packe ich das mit den reduzierten Mehrwertsteuersätzen? Und unser Handelsexperte Maximilian Becker von der BBE Handelsberatung GmbH erklärt Ihnen jetzt praxisnah, wie Sie ganz erfolgreich in Ihrem Unternehmen die neuen Mehrwertsteuerregelungen und Berechnungen umsetzen können. Wir freuen uns, Herr Becker, auf Ihren Referat jetzt und herzlichen Dank für das Kommen und für die Organisation. Ich übergebe jetzt das Wort an Sie. Ja, Frau Brüsch, vielen Dank für das Intro. Sehr interessant. Also ich habe ja auch im Vorfeld schon mit den Kollegen im Haus gesprochen, die die anderen Webinare zu verschiedenen Fokusthemen durchgeführt haben. Und ich muss sagen, ich finde das gesamte Programm sehr flüssig und hilft sicherlich den Unternehmen jetzt gerade in so einer Zeit, wo sie natürlich extrem noch breiter als sonst aufgestellt sein müssen und an verschiedensten Fronten hier große Aufgaben haben, das Thema ein bisschen einzuordnen. Und ich denke auch, das Thema, was wir heute im Fokus uns anschauen, die bevorstehende Mehrwertsteuerreduzierung auf Zeit, die Auswirkungen für den Handel, da gibt es eine Menge Entscheidungen zu treffen, da gibt es auch verschiedene Sichtweisen. Wir haben das Thema für Sie mal sortiert, um Ihre Erwartungshaltung da ein bisschen einzugrenzen. Wir haben das Ziel mit diesem Webinar, Ihnen Leitplanken zu setzen und damit Sie eine geeignete Entscheidung passend zu Ihrem Geschäftsmodell treffen können, zeigen Ihnen Vor- und Nachteile auf, ein bisschen Reaktionen aus der Wirtschaft, haben das Ganze untermauert mit einer Blitzumfrage. Wir haben knapp 400 Unternehmen befragt, wie sie jetzt im Handel mit dieser Situation umgehen und leiten da eben dann Handlungsempfehlungen für Sie ab. Und im Anschluss werden wir auch nochmal darauf eingehen, was jetzt die brennendsten Fragen sind rund um das Thema Steuer bzw. steuerrechtliche Hintergründe. Ich selber bin jetzt kein Steuerberater. Die BBE Handelsberatung ist ein Beratungsunternehmen, aber nicht im steuerlichen Bereich. Wir haben da nicht den Anspruch, jede Detailfrage beantworten zu können, aber wir wollen Ihnen, der ein oder andere hat sicherlich mitbekommen, im Rahmen des BMF-Schreibens, also vom Finanzministerium, gibt es einen Entwurf, der Vereinfachungen insbesondere für den Handel bringen soll im Rahmen der Mehrwertsteuerreduzierung. Wir gehen darauf auch ein und versuchen auch dieses Thema für Sie einzuordnen und haben dann, glaube ich, in der Gesamtheit das Thema ganz gut abgebildet. Und für individuelle Fragen stehen wir sowieso im Nachgang gerne nochmal zur Verfügung. Noch ein, zwei Sätze, vielleicht kurz zum technischen Ablauf dieser Veranstaltung. Sie haben permanent die Möglichkeit, über die Chatfunktion Fragen zu stellen. Die werden wir aufgreifen, bündeln. Entweder während dem Referat werde ich die einbauen, sonst am Ende beantworten. Wenn das jetzt den Rahmen sprengt, stellen wir Ihnen aber auch gerne noch am Ende eine FAQ-Liste zur Verfügung oder als Ansprechpartner telefonisch zur Seite. Das ist kein Problem. Sonst ist es so, dass Sie als Teilnehmer jetzt alle stumm geschalten sind. Ich bitte Sie auch darum, die Stummschaltung auf stumm weiterhin zu lassen, weil sonst haben wir Rückkopplungen. Das ist für uns alle dann störend. Wenn es sonst irgendein technisches Problem geben sollte, verwenden Sie auch bitte hier für den Chat einfach Ihre Telefonnummer angeben. Wir haben im Hintergrund einen IT-Berater auch aus unserem Haus mit in diesem Meeting. Er wird dann kurzfristig auf Sie zukommen und Ihr Problem lösen, damit Sie das Webinar weiter nutzen können. Gut, dann starte ich mal für diejenigen, die das noch, die BBE Handelsberatung jetzt noch nicht kennen, mit einem kurzen Übersichtschart, wer wir eigentlich sind, beziehungsweise was wir machen und was uns vielleicht auch die Kompetenz gibt, jetzt in diesem Rahmen hier eine Veranstaltung durchzuführen. Also grundsätzlich ist die BBE eine Unternehmensgruppe mit ca. 170 Retail-Experten, aufgeteilt in 3 Bereiche. Oben links sehen Sie den Bereich Handelsberatung, in dem ich jetzt auch angesiedelt bin. Wir machen hier Unternehmensberatung, Standortberatung, auch Marktforschung. Dann haben wir im New-Commerce-Umfeld eine Tochterfirma, die sich Elaboratum nennt. Dann machen wir E-Commerce-Strategieberatung. Und im Bereich Real Estate bzw. Handelsimmobilien, Projektentwicklung und Investment
aber auch Centerbetreuung über ein Joint Venture mit der IC Immobiliengruppe. Also in den verschiedensten Bereichen sind hier Retail-Experten in der Firma, die im Prinzip alle Bereiche, die für Sie als Handelsunternehmen relevant sind, auch abdecken können. Kurz zu meiner Person. Also mein Name ist Maximilian Becker. Ich bin Consultant bei der BBE im Bereich Unternehmensberatung und führe Sie jetzt durch das Webinar. Zu Beginn möchte ich noch mal kurz das ganze Thema einordnen. Frau Brüchle sagt es ja schon im Intro. Wir stehen natürlich jetzt in einer desaströsen Situation, gebeutelt von dem Lockdown. Jetzt gibt es sogar erste Anzeichen, dass sich das ja lokal noch mal verschärft bzw. neu aufrollt, was sicherlich alle verunsichert. Und dann kommt jetzt noch das Thema Mehrwertsteuerreduzierung, was Sie noch mal vor eine Herausforderung stellt, unternehmerisch. Wir wollen das mal gesamtheitlich einordnen. Dazu haben wir auch ein White Paper, das möchten wir Ihnen auch gerne als Teilnehmer dieses Webinars im Anschluss zur Verfügung stellen. Also da können Sie gerne auf uns zukommen, das stellen wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Wir haben analysiert, wie sich verschiedenste Branchen im Rahmen der Corona-Pandemie entwickelt haben. Was Sie jetzt hier auf diesem Chart sehen, ist im Prinzip eine Gegenüberstellung zweier Prognosen. Einmal einer Prognose ohne Corona, die sehen Sie unten auf der X-Achse und auf der Y-Achse die korrigierte Prognose unter Einfluss des Covid-19-Virus und wo Sie jetzt, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf der X-Achse links schauen, sehen Sie dieses textile Oberteil, das soll die Textilbranche symbolisch abbilden. Zur Erklärung dieser Grafik, vor der Covid-19-Pandemie haben wir also eine Prognose für den Textilbereich unterhalb von 100, das heißt, wir gehen davon aus, vor Corona wäre dieser Markt oder diese Branche rückläufig gewesen um circa 3 Prozentpunkte. Wenn wir jetzt auf der Y-Achse schauen, sehen wir jetzt, ist die Textilbranche angesiedelt bei ungefähr etwas weniger als 80%. Das heißt, wir haben hier einen Verlust von deutlich über den 3%, die wir vor der Covid-19-Pandemie ausgesprochen haben. Das heißt, wir sehen hier eine Beschleunigung im Bereich des Textilhandels, des Strukturwandels, der ohnehin im Handel allgegenwärtig ist und das schon seit langem. Andererseits sehen wir das auch bei Home, Garten, Lebensmittel und Rad. Hier war die Prognose auch vor der Covid-19-Pandemie deutlich positiv und verschärft sich durch die Pandemie weiter ins Positive. Also ein schöner Beleg dafür, wie sich die Branchen im Rahmen des Strukturwandels verändern und wie der Einfluss von Covid-19 diesen Effekt nochmal beschleunigt. Das ist jetzt in Form von Deep Dives für jedes Handelssegment von uns analysiert worden. Ich zeige Ihnen das jetzt mal beispielhaft für den Schuhhandel. Und hier sehen Sie, die Marktbereinigung wird beschleunigt. Da gibt es auch nochmal Umsatzprognosen nach Quartal. Und auf dem zweiten Chart sehen Sie nochmal diese punktuelle Kurve. Das ist also der Einbruch, die Delle, die wir sozusagen in diesem Handelssegment durch Covid-19 sehen. Ähnlich im Möbelbereich. Auch hier sehen wir jetzt natürlich im zweiten Quartal 20 diesen enormen Einbruch. Auch hier geht es Richtung Erholung, zwar weiter im Verlauf Richtung viertes Quartal, aber auch hier sehen wir auf dem zweiten Chart diese deutliche Delle. Da stehen wir also und das lässt sich jetzt für verschiedenste Handelssegmente fortführen. Wie gesagt, wenn da Interesse ist, einfach ein bisschen Hintergrundwissen über diese Auswirkungen der Pandemie zu erfahren, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir stellen Ihnen das Dokument vollumfänglich und kostenfrei zur Verfügung. Heute geht es aber um das Konjunkturpaket bzw. im Detail um die Mehrwertsteuerreduzierung. Die Unterlage hat den Anspruch, die werden Sie auch im Nachgang bekommen, die gesamte Webinarunterlage, dass Sie hier auch nochmal Einzelheiten nachlesen können. Ich werde nicht auf jeden Punkt in den Folien jetzt eingehen. Wir befinden uns jetzt bei dem Thema Nachfragestärken, also zur Stärkung der Binnennachfrage ist die Mehrwertsteuerreduzierung angedacht, um den Konsum kurzfristig für einen befristeten Zeitraum zu erhöhen. Ja, der Herr Scholz sagte im Zusammenhang mit dieser Entscheidung, dass er zuversichtlich sei, dass es zu Preisdeckungen kommt. Das heißt, er spricht sich ja klar also dafür aus, dass Unternehmen die steuerlichen Vorteile an Endverbraucher weitergeben. Das heißt, der Endverbraucher wird hier schon irgendwo, sofern er die politischen Reaktionen aufmerksam verfolgt,
eine Erwartungshaltung aufbauen, die in die Richtung der Preissenkung geht. Das ist sicherlich in verschiedensten Handelsbranchen unterschiedlich, auch insbesondere im Hotel- und Gastgewerbe sicherlich nochmal anders zu betrachten. Ich möchte Ihnen aber auch im Verlauf dieses Webinars genau aufzeigen, wie verschiedene Marktteilnehmer in Handelssegmenten damit umgehen und wie auch hier kommuniziert wird und welchen Einfluss das auf die Konsumentenerwartungen hat. Sofern Herr Scholz jetzt richtig liegt und die Unternehmen das tatsächlich weitergeben, was sie ja rechtlich nicht müssen, haben wir also hier mal eine Übersicht, wie sie in verschiedensten Branchen, jetzt auch unabhängig von Handel, wie die Preisänderungen dort ungefähr aussehen können. Es sind ja nicht 3% bei dem 19-prozentigen Mehrwertsteuersatz, die Sie als Unternehmer sparen, sondern es sind 2,52%. Da haben Sie also auch, deshalb sehen Sie das hier in der Auflistung, dass hier minus 2,5 zum Beispiel bei Bekleidung, Schuhe oder Möbel und Haushalt steht. Das ist jetzt gerundet, 2,52 sind es korrekt. Also hier haben wir schon mal das erste Learning. Klar haben wir ein kommunikatives Thema, sofern wir mit dem Kunden sprechen müssen und er die Erwartungshaltung hat, gegebenenfalls 3% Rabatt zu bekommen, weil er das nicht richtig nachgerechnet hat. Das ist also auch im Kern die unternehmerische Entscheidung, von der jetzt jedes Handelsunternehmen steht. Zum einen habe ich ja die Möglichkeit, den Preisvorteil vollumfänglich teilweise an den Verbraucher weiterzugeben oder mir selber als Unternehmen einen Renditevorteil zu verschaffen, indem ich den UVP unangerührt lasse und mir diesen steuerlichen Vorteil sozusagen selber spare. Die Frage ist jetzt, was wiegt schwerer oder was bringt Ihnen mehr? Natürlich gibt es für viele, für beide Seiten jetzt hier kurzfristige Argumentationsketten, insbesondere wenn man aus einer wirtschaftlich geschwächten Situation kommt, ist es sicherlich in der Argumentation ein leichtes zu sagen, den Renditevorteil streichen wir uns ein, den brauchen wir einfach. Auf der anderen Seite haben Sie ja auch den Verbraucher, der auch eine gewisse Erwartungshaltung an das Thema hat. Und irgendwie müssen Sie jetzt natürlich da einen geeigneten Mittelweg finden, um sowohl Ihren Konsumenten glücklich zu stellen und da Bedarfe zu treffen oder Erwartungshaltungen zu treffen und Ihr Image aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich wirtschaftliche Interessen und auch eine kritische Ausgangssituation, die Sie ja auch vor betriebswirtschaftliche Herausforderungen stellt. Und Sie müssen unabhängig davon, wie Sie mit dem Thema umgehen, das Ganze natürlich auch wirtschaftlich tragen können oder verantworten wollen. Zu dem Thema haben wir eine Blitzumfrage gemacht und ich denke, das ist auch für Sie jetzt interessant, um einfach mal einzuordnen, wie denken denn Kollegen oder Marktteilnehmer oder andere Handelsbetriebe allgemein zu diesem Thema. Und die Teilnehmer unserer Umfrage, das sehen Sie jetzt hier auf dem linken Chart, haben also zu knapp 62% 11 bis 50 Mitarbeiter beschäftigt. Das ist also der Großteil. Knapp 30% beschäftigen bis zu 10 Mitarbeiter und 19% knapp mehr als 50. Abgedeckt haben wir in der Umfrage auf der rechten Seite, sehen Sie das, nochmal die Verteilung der Umfrageteilnehmer nach Handelsbranche. Da finden sich dann sicherlich jetzt einige wieder. Und ich möchte jetzt auch mit der ersten Frage dazu mal starten. Die lautete, inwieweit werden Sie den Steuervorteil im Rahmen der Mehrwertsteuersenkung an Ihre Kunden weiterreichen? Und ich finde es interessant zu sehen, dass Sie jetzt auf diesem Chart leider sehr viele Farben in ausgeprägten Volumina erkennen können. Das heißt, hier herrscht einfach Unklarheit, hier ist keine einheitliche Strategie zu erkennen. Und jetzt stellen Sie sich das mal vor aus Kundensicht. Sie gehen also in 4 Geschäfte und jeder macht so ein bisschen was anderes. Im einen Fall kriegen Sie die 3%, im anderen vielleicht 2,52, im anderen Fall überhaupt nichts. Und das stelle ich mir jetzt persönlich schon verwirrend vor aus der Konsumentensicht. Hier ist also noch überhaupt keine klare Strategie erkennbar. Die Unternehmen sind unsicher. Ich denke mal, das ist so die Aussage, die man da ableiten kann. Und in dem Zusammenhang finde ich das auch gut, dass Sie sich Zeit nehmen, an diesem Webinar teilzunehmen. Meine Zielsetzung ist, dass Sie natürlich am Ende sich nicht in diesem oben links befindenden Teil der Grafik wiederfinden und sagen, ich weiß jetzt eigentlich auch nicht, was ich mache, sondern dass Sie sich für eine Strategie entscheiden können, dass wir Ihnen aufzeigen, welche Möglichkeiten Sie haben, Sie das Thema für sich sortieren und daraus eine individuelle, für Sie sinnvolle Strategie ableiten können. Das Ganze jetzt nochmal als Kreuzauswertung nach Branchen.
Das ist, denke ich, in der Unterscheidung nochmal hier schön zu sehen. Das kann man nicht ganz über einen Kamm scheren. Die Unterschiede sind hier schon nochmal extrem. Ich möchte zuerst mal kurz auf den Bereich Consumer Electronics eingehen. Hier haben wir natürlich einen Sonderfall dadurch, dass die Preisfindung hier marktgetrieben erfolgt. Das heißt, es gibt Online-Richtpreise, nach denen sich auch stationäre Verkaufspreise von Consumer Electronics Artikeln richten. Hier ist jetzt also schwieriger, pauschal irgendeine Preisstrategie bzw. irgendeinen Rabatt anzusetzen, da die Preisfindung nicht beim Unternehmer primär liegt, sondern marktgetrieben funktioniert. Deshalb können wir den Bereich bei dieser Frage eigentlich ausklammern. Interessant wird es dann bei Textil oder Schuhen. Hier sehen wir auch bei Schuhe zum Beispiel 60%. Wir wissen nicht, ob wir den Vorteil weitergeben oder wie wir damit umgehen. Spannend auch Möbel, Baumärkte, Do-it-yourself-Garten. Hier ist ja schon mal klar zu erkennen, dass hier anteilig was passieren wird, auch im Zweiradbereich. Allgemein lässt sich das sicherlich auch so ein bisschen zusammenfassen, dass die Artikel oder höherwertige Investitionsgüter, die auch länger beim Konsumenten verbleiben, also eine längere Lebensdauer haben, langfristige Investitionen mit höheren Umsätzen dahinter, dass die natürlich im Verhältnis dann interessanter sind aus Endkundensicht, da die Ersparnis in Euro oder als totaler Betrag natürlich höher ist. Auch dieses Chart hat mich sehr nachdenklich gemacht. Also wir haben gefragt, haben Sie vor, Ihre Kunden über Ihre unternehmerische Reaktion zu informieren? Und hier haben wir fast eine 50-50-Antwort bekommen. Und das ist natürlich auch schwierig vor dem Hintergrund, dass jetzt gegebenenfalls stellen Sie sich wieder die Situation vor, Konsument geht in die Stadt. 50% der Unternehmen werben aktiv damit, wie sie sich im Zusammenhang der Mehrwertsteuersenkung entschieden haben. Und die anderen 50% machen überhaupt nichts in dem Zusammenhang. Und hier ist es also auch schwierig, gar nicht zu kommunizieren, weil ja ein Großteil des Marktes das tut. Und das soll auch ein Hinweis an Sie sein, dass die Kommunikation Ihrer gewählten Strategie oder Ihrer gewählten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuersenkung natürlich extrem wichtig ist, weil der Kunde an anderer Stelle ebenfalls auf diese Informationen treffen wird und die Konsumentenerwartung, das muss ja Ziel sein, unabhängig davon, welcher Handelsbranche Sie angehören, die muss ja getroffen werden und der Konsument soll zufrieden sein, soll ein Erlebnis haben und das ist dann also wichtig, dass Sie hier richtig kommunizieren. Viele Fragen im Vorfeld, sowohl zu diesem Webinar als auch zu anderen Beratungsfeldern jetzt im Bereich der Mehrwertsteuersenkung haben wir zu dem Thema Verschiebung von Einkäufen erhalten. Und da gibt es ja eine Unterscheidung, also sowohl gibt es Vorzieheffekte, also werden Einkäufe, die später geplant sind, vorgezogen, heißt aus dem Jahr 21 nach 20 oder gezielt in den Zeitraum der Mehrwertsteuersenkung, also ab Juli, aus dem Juni zum Beispiel verlegt. In der ersten Frage geht es jetzt darum, ob Einkäufe aus Juni in den Juli geschoben werden. Und hier haben die Unternehmer geantwortet, da ging es um eine persönliche Einschätzung. Das sehen wir auch wieder, dass hier höherwertige Investitionsgüter, Consumer Electronics, ein schönes Beispiel, der Kühlschrank, sage ich jetzt, okay, den könnte ich mir doch jetzt auch im Juli kaufen. Da kriege ich nochmal gegebenenfalls die 3% oder 2,52, je nachdem, welcher Anbieter. Und das lohnt sich für mich, das würde ich dann verschieben. Da geht der Markt schon von aus, dass es jetzt hier im Juni nochmal ein bisschen Frequenzrückgänge gibt oder Stagnation und dann im Juli das Thema greift und die Konsumenten gezielt höherwertige Investitionen tätigen. Ähnlich im Möbel-, Baumarkt- und Zweiradbereich. Andere Branchen flachen dann dagegen ein bisschen ab. Das ist jetzt die kurz angeteaserte Gegenfrage dazu. Gehen Sie davon aus, dass Einkäufe also vorverlegt werden aus 21 nach 20. Hier sehen wir jetzt prozentual generell geringere Anteile, aber die Verteilung zueinander ist ähnlich. Auch hier geht Consumer Electronics davon aus, dass das vorgezogen wird, ähnlich Baumärkte, Möbel. Besonderheit vielleicht nochmal zu erwähnen, hier das Segment Zweirad ist natürlich jetzt auch, das haben wir ja vorhin auch im Chart gesehen, im Rahmen des Strukturwandels, in einer vorteilhaften Situation. Hier wird also aktuell extrem viel Marktpotenzial erschlossen
Und die Hersteller bzw. die Händler sind froh, wenn sie überhaupt genug Ware bekommen, um diese Nachfrage zu decken. Deshalb schätzen wir hier oder werden die Effekte auch von den Unternehmern als sehr gering eingeschätzt. So, jetzt haben Sie so ein grobes Stimmungsbild mal mitbekommen, was ungefähr 400 Unternehmer zu diesem Thema sagen oder denken. Und wir haben das versucht mal zusammenzufassen, indem wir sagen, es gibt eigentlich jetzt drei Umsetzungsmöglichkeiten für Sie als Unternehmer. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie die steuerlichen Vorteile weitergeben wollen. Also wenn Sie das nicht weitergeben, ist das eine Option. Ich gehe gleich tiefer auf alle Optionen ein. Die zweite Option ist, Sie geben den Mehrwertsteuervorteil weiter. Auch hier gibt es Unterscheidungen. Oder Sie geben ihn weiter und kompensieren eventuelle Ausfälle in der Marge bzw. in der Rendite über eine individuelle Preisstrategie. Fangen wir mal an mit keine Weitergabe an den Verbraucher. Hier haben Sie natürlich den auf der Hand liegenden Vorteil, dass Sie Ihre Handelskalkulation verbessern. Das ist klar, kurzfristig ist das auch sicherlich jetzt ein gangbarer Weg. Aber natürlich haben Sie das Problem von Image-Schäden oder das Risiko von Image-Schäden und natürlich auch das Risiko von Kundenbeschwerden. Ich möchte gleich das ganze Thema Konsumentenerwartung noch mal ein bisschen mehr in den Fokus rücken und beleuchten, weil wir davon ausgehen, dass das ganz entscheidend sein wird, wie allgemein der Markt reagiert und wie auch große Marktteilnehmer unabhängig von Branchensegment jetzt in der Endkundenkommunikation damit werben, weil es natürlich für Sie spannend sein wird, was der Endverbraucher am Ende denkt und erwartet. Und diese Meinung wird auch geprägt von anderen Handelssegmenten oder großen Playern in anderen Märkten. Der Pauschalrabatt bietet Ihnen natürlich als Gegenstrategie eine interessante Möglichkeit, sehr einfach und transparent zu kommunizieren. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich gebe jetzt nicht die eigentlichen 2,52% weiter, sondern komplett 3%, das ist aus Endkundenbrille natürlich sehr einfach nachvollziehbar. Der Mehrwertsteuersatz lag bei 19, wird dann bei 16 liegen oder 7 und 5 und dann entsprechend die geringere Anteiligkeit. Da haben Sie natürlich eine einfache Kommunikation, weil kein Kunde rechnet das im Abschlag nach unten und kommt dann auf 2,52, sondern er sagt 19 minus 16, das sind 3, also 3%, toll, die spare ich jetzt. Und das ist natürlich einfach zu kommunizieren. Das lässt sich übrigens auch über die Preisangabeverordnung darstellen. Also es gab im Vorfeld auch viele Fragen und Diskussionen rund um das Thema Preisauszeichnung. Das wäre natürlich, ich sage mal, ein organisatorisches Fiasko, wenn Sie da jetzt alle Preise neu auszeichnen müssen. Das ist nicht der Fall. Es ist Ihnen erlaubt, einen Pauschalrabatt am Ende auf einfach alle Einkäufe abzuziehen. Ein weiterer Vorteil aus unserer Sicht ist, dass Sie natürlich negative PR vermeiden. Und Sie kennen das alle, im Rahmen von diversen sozialen Medien und der Geschwindigkeit, wie sich Nachrichten oder Informationen auch überregional verbreiten können, ist das natürlich ein nicht zu unterschätzendes Risiko für Sie als Unternehmen, wenn Sie sich da zu brennenden Themen schlecht platzieren oder schlecht kommunizieren, dass Sie dort negative PR abbekommen, was man natürlich vermeiden kann oder auch sollte. Sofern Sie sagen, okay, wir geben den Rabatt auch pauschal auf alles, aber eben nur in der Höhe, in der wir Sie den Vorteil selber erhalten, das wären dann 2,52% Pauschalrabatt, haben Sie einfach nur die Herausforderung, das soll als Hinweis dienen, das Thema müssen Sie kommunizieren, weil davon auszugehen ist, dass die Kunden diese 2,52% nicht alle auf dem Schirm haben. Und natürlich muss das auch Ihr Mitarbeiter an den Kunden kommunizieren können. Also auch hier haben Sie die Herausforderung, die Mitarbeiter zu dem Thema entsprechend zu schulen, Unterlagen an die Hand zu geben und darauf hinzuweisen, wie jetzt im Verkaufsgespräch mit diesem Thema umgegangen werden soll. Der dritte Ansatz ist die Kompensation über eine individuelle Preisstrategie. Hier können Sie eine ganze Menge machen. Ich werde auch gleich Praxisbeispiele dazu zeigen. Das hat natürlich den Vorteil, dass Sie Ihre Preisänderungspolitik oder allgemein Ihre Preisstrategie mit dem Thema Mehrwertsteuerreduktion kompensieren können. Das heißt, Sie geben zum Beispiel den 3% Rabatt, obwohl das Sie erstmal Marge kostet, verbinden das aber dann mit anderen Preisabschriften, die Sie ohnehin, also zumindest in verschiedensten Handelsbereichen ist ja jetzt so langsam die Sellphase angelaufen und da haben Sie natürlich
die Möglichkeit, das intelligent mit bestehenden Preisänderungsvorhaben zu verbinden, damit sie hier am Ende die Rendite schonen. Schönes Beispiel dafür ist auch, das ganze Loyalty-System abzubilden. Ich werde auch da ein Beispiel bringen, nur kurz vorweg, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, natürlich geben wir die 2,52 an den Kunden weiter, bieten aber die Möglichkeit, gegebenenfalls 4 oder 5% zu bekommen und die dann nicht pauschal abzuziehen, sondern die als Guthaben auf dem Kundenkonto gut zu schreiben und somit auch einen Anreiz zu setzen für die Wiederkehr des Kunden. Und natürlich in der Außenwirkung großzügig dazustehen und dem Kunden einen echten Mehrwert zu bieten. Wichtig ist aber genau dieser Mehrwert. Der muss natürlich im Wettbewerbsvergleich ersichtlich sein und das macht es auch schwierig, das Thema jetzt pauschal für alle Unternehmen oder Standorte pauschal da eine Empfehlung abzugeben. Abgesehen davon, dass das auch kartellrechtlich aus unserer Rolle jetzt heraus überhaupt nicht möglich ist, Ihnen da klare Empfehlungen über Preisbildung geben zu können. Aber natürlich müssen Sie darauf achten, unabhängig welcher Strategie, was macht Ihr lokaler Wettbewerb und wie stehen Sie da mit Ihrem Angebot im Vergleich. Was wir auch gut machen können, beziehungsweise wo wir da auch gerne im Nachgang unterstützen können, das ist halt eben diese intelligente Preisstrategie individuell für Sie zu finden. Dieses Schaubild zeigt jetzt einfach mal beispielhaft den Einfluss von Preisänderungen auf Ihre erzielte Spanne. Und der ist ja doch erheblich. In der oberen, also im Prinzip auf der X-Achse von oben, sehen Sie die Bahneingangsspannen und auf der linken Seite, auf der Y-Achse, die Höhe der Preisnachlässe. Und die Matrix zeigt dann eben die Korrelation beider Faktoren. Und sofern Sie da also 2% Preisnachlass einfach runtergehen, sehen Sie ja direkt die Auswirkungen auf Ihre erzielte Spanne. Ziel muss es also sein, die Preisabschriften mit anderen Preisaktionen intelligent zu verbinden, damit sie mit der erzielten Spanne weiter im rentablen bzw. wirtschaftlich für Sie interessanten Bereich bleiben. Und das ist am Ende der Hebel, den Sie haben, um mit dem Thema gut umgehen zu können und trotzdem in der Endkundenwahrnehmung ein attraktives Angebot zu bieten. Dann gehen wir mal kurz darauf ein, wie der Markt reagiert. Und das ist wirklich ein Thema, was mir sehr wichtig ist. Ich habe das ja jetzt mehrfach schon betont. Konsumentenerwartung muss getroffen werden. Und hier sehen Sie jetzt einfach mal eine Auflistung aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Unten die Unternehmensnamen werden Ihnen bekannt sein. Über die Bank, alle Lebensmitteleinzelhändler geben die Mehrwertsteuervorteile weiter und werben damit. Das sind also Geschäfte stark frequentiert. Jeder von uns mehrfach die Woche vermutlich in einem dieser Unternehmen als Kunde vor Ort. Und hier werden wir also dann in regelmäßigen Abständen die Erfahrung machen, dass wir Geld sparen beim Einkauf täglicher Dinge. Und das wird sich sicherlich auch auf andere Handelsbereiche übertragen. Das ist jetzt also das Thema Pauschalrabatt gewesen im Beispiel des Lebensmitteleinzelhandels. Hier nochmal ein Beispiel eines Do-it-yourself bzw. Gartenanbieters. Und hier, das ist ein Hinweis, der jetzt zum Beispiel am POS gespielt wird, im Kassenbereich und auch mehrfach an den Eingängen und in der Endkundenkommunikation. Hier wird also darauf hingewiesen, dass die reduzierten Mehrwertsteuersätze gelten. Und das ist so ein unterschwelliger Hinweis, aber natürlich mit dem Ziel, Kunden dann die getroffene Entscheidung auch zu kommunizieren. Und hier ist der Kunde also ähnlich wie im Lebensmitteleinzelhandel. Jetzt stellen Sie sich vor, der Kunde läuft durch die Stadt, macht seine Erledigung, geht irgendwo Lebensmittel einkaufen, gegebenenfalls noch ein anderes Handelsunternehmen und besucht danach dieses Geschäft. Er kriegt direkt den Hinweis, okay, hier spare ich jetzt also auch die Mehrwertsteuer, das Unternehmen nimmt teil. Das fällt zumindest schon mal nicht negativ auf. Weiteres Beispiel dafür, wie man den Vorteil weitergeben kann. Bewusst jetzt hier ein bisschen aus unserer Sicht eher ein kritisches Beispiel. Ein großes Möbelunternehmen oder Möbelhändler wirbt hier damit, den Mehrwertsteuersparvorteil zu sichern. Jetzt stellt man hier eine 19 einer 16 gegenüber. Das suggeriert natürlich im ersten Moment jetzt rein preispsychologisch einen kleineren Mehrwert. Wichtig ist also auch, und nehmen Sie es auch mit, wenn Sie damit werben, da gibt es jetzt verschiedenste Formen und Möglichkeiten, achten Sie darauf, dass der Mehrwert für den Endkunden natürlich auch klar und verständlich ist. Hier muss man schon zweimal hinschauen
um das genau zu verstehen, was gemeint ist. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, die Kompensation der individuellen Preisstrategie. Sie haben natürlich hier die Möglichkeit, extrem weit auszuholen und das sehr intelligent mit bestehenden Möglichkeiten auch technischer Infrastruktur, wie zum Beispiel Loyalty-Systemen, zu verbündeln. Ein sehr schönes Beispiel dazu ist das Unternehmen Hornbach. Die sagen, wenn die Mehrwertsteuer sinkt, steigt das Projektbudget, also auch eine starke Endkundenkommunikation, die auch über verschiedenste Kanäle gespielt wird, und die bereits den ganzen Juni mitgenommen haben und gesagt haben, es gibt eine rückwirkende Tiefpreisgarantie und die Produkte, die im Juni gekauft wurden und im Juli ihren Preis ändern, dafür gibt es eine rückwirkende Preiserstattung auf das Kundenkonto in Form eines Einkaufsgutscheins, und so wird genau das angezielt oder erzielt vermutlich auch, was wir uns ja alle wünschen, und das ist ja eine Wiederkehr des Kunden, idealerweise eine erneute Conversion, ein erneuter Einkauf, und gerade in frequenzschwachen Zeiten, in Zeiten, wo die Kunden auch noch verunsichert sind, ob sie das Geschäft besuchen wollen, dass sie in die Innenstadt überhaupt grundsätzlich gehen. Es wird generell ja auch größere Ansammlungen werden ja noch von vielen stark gemieden. Also ist das auch eine tolle Möglichkeit, das Ganze nochmal zu kompensieren, indem sie dann nicht direkt den Pauschalrabatt abziehen, sondern eben sagen, es gibt eine Erstattung auf das Kundenkonto und der Kunde bekommt einen monetären Anreiz dazu, das Geschäft erneut zu besuchen. Eingangs ging es auch um die Frage, geben wir den Vorteil jetzt weiter oder behalten wir ihn für uns als Unternehmen? Das ist eine Entscheidung, die kann Ihnen keiner abnehmen, und das liegt auch irgendwo im Kern Ihres unternehmerischen Tuns, diese Entscheidung für Sie individuell zu treffen. Ich möchte das Thema aber nochmal zusammenfassen und sortieren, bevor wir auf die ganzen steuerrechtlichen Themen kommen. Zusammengefasst gibt es zwei Fokusfelder, die Sie sich unternehmerisch jetzt anschauen sollten. Zum einen kommunizieren, positive Kommunikation, schaffen Sie Transparenz an den Kunden und vermeiden Sie unnötige Diskussionen am POS. Vereinfachte Kommunikation als Werbeaussage nutzen, das ist jetzt das Hornbach-Beispiel. Stellen Sie ganz transparent dar, was Sie tun, vereinfachen Sie die Kommunikation zum Kunden, nutzen Sie das ganze Thema als Imageverstärker und entscheiden Sie sich für eine Strategie, die Ihnen operativ wenig Aufwand bringt. Das heißt, informieren Sie am POS, gestalten Sie das Marketing wirksam im Eingangsbereich, im Kassenbereich, dass die Kunden einfach wissen, was sie erwartet, unabhängig davon, wie sie sich unternehmerisch entschieden haben. Die Fragen von Endkunden werden kommen, und Sie kennen das alle, wenn Sie da ewig diskutieren, auch die Verkaufsmitarbeiter, das ist undankbar. Die stehen für uns jeden Tag an der Front und haben mit dem Kunden unmittelbar zu tun. Hier muss also auch einheitlich, und das ist ganz wichtig, dass die Mitarbeiter da ins Boot geholt werden, klare Ansagen bekommen, klare Handlungsleitfäden gesetzt bekommen von Ihnen als Unternehmern, wie damit jetzt umgegangen wird im Unternehmen. Das zweite Thema ist das der intelligenten Preisstrategie. Hier habe ich es ja vorhin auch schon mal erwähnt, versuchen Sie doch den Rabatt intelligent in gezielte Preisaktionen zu integrieren. Ziel muss sein, und das war ja auch die Aussage der einen Grafik, wo Sie in der Matrix-Darstellung die Auswirkungen von Preisänderungen gesehen haben auf die Rendite, beziehungsweise auch die erzielte Spanne. Seien Sie sich darüber bewusst, halten Sie sich das vor Augen, dass Sie durch gezielte Strategie im Bereich Pricing diese Rendite hochhalten können, beziehungsweise sogar verbessern können. Und das ganze Thema intelligent verpackt ist auch wieder ein Vorteil, den Sie am POS spielen können, den Ihre Mitarbeiter begrüßen werden. Das ganze Thema lässt sich als Verkaufsverstärker nutzen, sofern Sie das gut darstellen. Das Fazit vom ersten Teil des Webinars ist also, die Endkunden erwarten eine Reaktion auf die Mehrwertsteuersenkung durch Sie als Unternehmer. Es muss eine klare Kommunikation an den Endkunden erfolgen, das ist ganz, ganz wichtig. Die Nichtweitergabe von Preisvorteilen, in welcher Höhe auch immer, verschafft im Wettbewerb Nachteile und Imageschäden. Wenn jetzt Ihr lokaler Wettbewerb überall 5% gibt, warum auch immer, auch wenn das betriebswirtschaftlich sicherlich nicht ganz nachvollziehbar ist unbedingt, stehen Sie schlechter, wenn Sie gar nichts machen. Und auch diese Haltung, nicht zu kommunizieren, ist eine Kommunikation an den Endkunden, nämlich keine und damit eine negative. Seien Sie sich darüber bewusst, beobachten Sie Ihren lokalen Wettbewerb, ganz wichtig.
Natürlich gibt es branchenspezifische Unterschiede. Ich bin auf verschiedene Themen eingegangen. Consumer Electronics hat eine marktgetriebene Preisfindung. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Dann haben Sie im Lebensmittelbereich sehr starke Endkundenmarketing aktuell zum Thema der Preisreduzierung. Also in dem Bereich fast unumgänglich, sich dem Thema intensiv anzunehmen. Intelligente Preisstrategien bieten das Potenzial, die Spanne trotz Reduzierung zu erhalten bzw. zu verbessern. Das war das Thema, was ich vorhin sagte. Da ist einfach ein Hebel für Sie unternehmerisch, wenn Sie das intelligent mit Ihren anderen Marketingaktivitäten bzw. mit Ihren Preisnachlässen in einer Sale-Phase kombinieren, haben Sie die Möglichkeit, ohne Renditeverluste aus der Sache rauszukommen und sogar noch den Kunden einen tollen Mehrwert darzustellen. Ihr unternehmerischer Fokus sollte im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuerreduzierung auf der Kommunikation Ihrer Strategie liegen, sowohl an Endkunden als auch an Mitarbeiter. Und darauf liegen, die Spanne hochzuhalten, also die Preisänderung durch eine individuelle Preisstrategie intelligent zu verschmelzen. Und ich habe es nochmal bewusst aufgeführt, informieren Sie Ihre Mitarbeiter und setzen Sie Leitplanken zur Endkundenkommunikation. Das vielleicht erleichtert Ihnen die Prozesse im täglichen Ablauf extrem. Das ist jetzt auch kein Thema, was wir 2 Monate spielen, sondern das geht jetzt in ein halbes Jahr. Das macht also Sinn, sich da wirklich Gedanken zu machen, Argumentationsketten aufzubauen und den Mitarbeitern gegebenenfalls in Form von einem DIN A4-Blatt, was im Kassenbereich liegt, eine Übersicht zu geben, wie in den Fällen mit Kunden diskutiert oder auch besprochen wird. Denn die Kommunikation Ihrer Strategie erfolgt ja über 2 Wege. Einmal können Sie die Kunden direkt über digitale oder den Ihnen zur Verfügung stehende Touchpoints oder Kanäle kommunizieren. Aber auf der anderen Seite steht natürlich der Mitarbeiter face-to-face Ihrem Kunden gegenüber und repräsentiert Ihr Unternehmen. Und auch da ist es sehr wichtig, dass der Mitarbeiter da hinreichend informiert ist, um das auch vermitteln zu können, was Sie sich unternehmerisch vorstellen. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Energie. Ich weiß, das Thema ist sehr trocken, aber ich gehe davon aus, dass es die meisten hier interessieren wird, nochmal zu sehen, was ist denn jetzt in den gängigsten Beispielen, was betrifft Rechnungsstellung, Gutscheine, Verträge, was ist da zu beachten? Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick über das Thema geben. Ich werde jetzt nicht extrem tief reingehen. Die Unterlage dient Ihnen ja, wie gesagt, auch ein bisschen als Nachschlagewerk. Bei Detailfragen steuerrechtlicher Natur ist es natürlich dann ratsam, auch den Steuerberater dann individuell zu befragen. Gerne aber auch, wenn Sie hierzu Fragen haben, schreiben Sie die in den Chat. Versuchen wir dann im Anschluss gleich in der Diskussionsrunde dann auch noch zu beantworten. Grundsätzlich bei der Rechnungsstellung ist es jetzt so, der Leistungszeitpunkt ist entscheidend und das heißt, der Leistungszeitpunkt ist dann, wenn die Leistung zu 100% abgeschlossen ist und das ist eigentlich diese Kernaussage, die Sie sich vor Augen führen können, auch im Zusammenhang mit der Lieferung zu sehen. Der Leistungszeitpunkt gilt auch im Fall der Lieferung dann, wenn die Ware versendet ist, also sofern Sie jetzt E-Commerce-Aktivitäten haben und versenden etwas Ende diesen Monats, dann ist das noch mit 19% zu besteuern. Versenden Sie es zu Beginn des neuen Monats, ist es dann mit dem neuen Satz zu versteuern. Hier sind auch noch mal 2 Beispiele für Sie drin. Ich gehe da jetzt noch mal kurz auf das erste ein. Sofern der Unternehmer jetzt die Ware versendet, also Ende diesen Monats und sie trifft Anfang nächsten Monats ein, ist es trotzdem noch mit 19% zu besteuern. Sie finden jetzt dazu noch mal Beispiele zu verschiedenen Branchen. Können wir auch im Nachgang gerne noch mal im Detail dann besprechen. Anzahlungen werden grundsätzlich im Vorfeld ja erbracht. Das können Sie am Ende aber über eine sogenannte Schlussrechnung korrigieren. Da habe ich Ihnen noch mal ein Beispiel reingebracht, wie das dann in diesem Fall aussieht. Hier geht es jetzt um den Kauf von einem Bett, wo eine Anzahlung geleistet wurde. Und am Ende wird diese Rechnung dann um den korrigierten Mehrwertsteuersatz in Form einer Schlussrechnung korrigiert. Ein praxisnah wichtiger Hinweis, Verträge, also Dauerleistungen müssen auch angepasst werden auf den niedrigeren Mehrwertsteuersatz zum 1.7. Also achten Sie darauf, dass Sie einmal einen Check machen in der Buchhaltung, welche Dauerverträge haben wir denn und dass Sie darauf achten, dass Sie die Überweisung dann natürlich auch dementsprechend anpassen, weil der Mehrwertsteuersatz niedriger ist, also Ihre Überweisungen werden niedriger ausfallen, dass Sie da den richtigen Steuersatz angeben, denn wenn Sie einen falschen Steuersatz angeben und die Rechnung sozusagen zu hoch bezahlen, schulden Sie trotzdem die Umsatzsteuer, können das nicht geltend machen. Das ist natürlich dann ein direkter finanzieller Nachteil. Das ist also wichtig, darauf zu achten.
Bei Retouren gibt es auch eine schöne Einheitsregelung. Da gilt der Steuersatz der ursprünglichen Lieferung. Das ist also auch eine ganz gute Sache. Grundsätzlich gibt es auch vom Finanzministerium jetzt einen Entwurf, der in verschiedenen Bereichen Erleichterungen vorsieht, um das Ganze unbürokratisch, wie es ja von der Bundesregierung so oft beschrieben wurde, abzubilden. Das greift zum Beispiel beim Thema Gutscheine. Gutscheine unterscheiden sich grundsätzlich in Einzweck- und Mehrzweckgutscheine. Wenn Sie Mehrzweckgutscheine anbieten, besteht für Sie überhaupt kein Handlungsbedarf. Bei Einzweckgutscheinen gibt es diese Erleichterung, dass Sie noch bis Ende August mit dem ursprünglichen Steuersatz dann eingetauscht werden können. Preisnachlässe. Hier muss also auch eine Korrektur dann erfolgen. Ähnlich wie bei Jahresboni. Auch bei Jahresboni sieht das BMF eine Erleichterung vor. Auch das im Detail können Sie gerne nochmal auf uns zukommen. Das sind ja dann sehr unternehmensspezifische Fragestellungen. Aber auch hier, wenn Sie das nochmal grob überfliegen wollen, haben wir das in der Unterlage drin. Ich denke, dass das aber Themen sind, die natürlich sehr individuell sind und im Idealfall dann besser mit dem Steuerberater im Detail durchgesprochen werden. Was wir grundsätzlich jetzt empfehlen, ist also den Fokus auf eine Preisstrategie zu legen und auf eine Kommunikationsstrategie. Das sind die Kernthemen, das soll auch das Fazit dieses Webinars sein. Achten Sie darauf, richtig zu kommunizieren, eine unternehmerisch sinnvolle Preisstrategie zu erarbeiten, diese zu kommunizieren und gegebenenfalls durch die Preisstrategie auch eventuelle Renditeverluste im Fall von zum Beispiel, Sie geben 3 anstatt 2,5% an die Kunden weiter, dann zu kompensieren. Wenn Sie hierzu Fragen haben, stehen wir natürlich auch gerne zur Verfügung. Wir haben Branchenexperten in fast jedem Handelssegment, publizieren da Marktdaten, Studien, sind in verschiedenen Beratungen ständig aktiv. Ich denke, wir sind da für Sie der geeignete Partner auch. Wenn es da Rückfragen gibt, freuen wir uns natürlich sehr, Ihnen da auch im Anschluss an dieses Webinar zur Verfügung stehen zu können. Das wäre es jetzt erstmal zum inhaltlichen Teil zur Mehrwertsteuerreduzierung auf Zeit. Ich werde jetzt mal in den Chat gehen und anschauen, welche Fragen wir haben. Wenn Sie jetzt Fragen haben, nutzen Sie gerne die Gelegenheit, die im Chat zu stellen. Ich habe im Vorfeld auch Fragen erhalten zum Thema ERP-System. Möchte ich auch mal kurz darauf eingehen. Wir haben im ERP-Umfeld auch Gespräche geführt mit verschiedenen Anbietern, vorrangig aus dem Handel, die halt gesagt haben, gut, beziehungsweise viele Unternehmer sagen jetzt berechtigterweise, gut, was mache ich denn jetzt mit der IT? Weniger beliebtes Feld im Handel und häufig wird darauf auch dann abgeschoben, dass gesagt wird, oh Gott, es liegt alles an der IT, was jetzt hier nicht funktioniert. Ich kann Sie beruhigen. Die meisten Gespräche, die ich da geführt habe, waren durchaus sehr positiv und es wurde klar gesagt, natürlich wird das im Hintergrund sauber abgebildet werden und auch automatisch auf Ihren Rechnungen erscheinen, sofern Sie das dann nutzen. Wichtig ist, als Hinweis eine Pauschalrabatt einzustellen. Das ist auch möglich, ohne jetzt in den Kassiervorgang einzugreifen. Also Sie können über eine Funktion bei vielen der Systeme, ich kann nicht für alle sprechen, ich kenne nicht alle, aber in vielen Systemen ist das möglich, einen Pauschalrabatt im Hintergrund einzustellen für einen bestimmten Zeitraum. So haben Sie also die Möglichkeit, die Mitarbeiter im Verkaufsprozess oder am Kassierprozess jetzt nicht umschulen zu müssen oder die Gefahr von manuellen Fehlern dort zu haben. Das ist, denke ich, nochmal ein ganz charmanter Weg, um das dann auch am Ende umzusetzen. Jetzt habe ich eine Frage erhalten. Ich mal kurz darauf ein. Okay, es geht jetzt eine Frage zum Thema Daueraufträge. Also hier ist dann halt wichtig, dass Sie die reduzierten Mehrwertsteuersätze je nach,
je nach Betrag dann eben richtig überweisen. Das heißt, wenn Sie einen Dauerauftrag oder einen Dauervertrag haben, eine Dauerleistung, die normalerweise mit 19% besteuert ist, dass Sie die dann mit 16% besteuern, umgekehrt etwas, was mit 7% besteuert ist, dann mit 5%. Ja, eine weitere Frage zum Thema Rabatt. Ich zitiere das mal. Ist es erlaubt, einen Rabatt nicht direkt abzuziehen, sondern direkt an dem Kundenkonto gutzuschreiben, stationär und online? Das ist eine gute Frage. Rechtlich sind Sie überhaupt nicht verpflichtet, irgendwas weiterzugeben. Also das ist eine individuelle Entscheidung von Ihnen, zu sagen, ich gebe diesen Vorteil weiter. Sie müssen den überhaupt nicht weitergeben. Was Sie damit machen, ist Ihre Sache. Wenn Sie das jetzt einem Kundenkonto gutschreiben, ist das Ihre individuelle unternehmerische Entscheidung, die Sie auch genau deshalb, weil Sie es nicht müssen, unserer Ansicht nach dann auch kommunikativ nach außen stellen sollten. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Also auch hier sehen Sie, Sie haben natürlich unternehmerischen Spielraum. Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass es natürlich so ist, beobachten Sie, was Ihr Wettbewerb tut. Denn wenn jetzt in Ihrer Einkaufsstraße alle auf einmal jetzt wie in dem Beispiel hier 4% Kundenrabatt geben, pauschal auf alles, und Sie sagen, gut, wir machen 2% aufs Kundenkonto und das verfällt nach einem Monat, das ist natürlich dann kein erkennbarer Wettbewerbsvorteil aus Endkundensicht. Und das ist, denke ich, ganz wichtig. Und danach sollten Sie das abwägen. Da gehen Sie vielleicht noch mal im Nachgang die Unterlage durch. Da sehen Sie ja noch mal die Statements auch aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Auch medial wird das Thema, es ist polarisiert. Neben Talkrunden, Informationen aus der Politik. Es gibt einige Berichterstattungen in großen Leitmedien, die genau das Thema Mehrwertsteuerreduzierung tangieren. Da gibt es verschiedene Diskussionen zu. Also Endkonsumenten sind über dieses Thema im Bilde und die wissen, dass es ihre Entscheidung ist als Unternehmer, was sie tun. Und natürlich werden die auch in gewisser Weise die von Ihnen in der Vergangenheit aufgebauten unternehmerischen Werte, die Ihr Unternehmen darstellt, kennen und erwarten jetzt eine Entscheidung, die natürlich dazu passt. Und seien Sie sich darüber im Klaren, das treffen Sie jetzt einmal, das gilt 6 Monate und so lange sollten Sie sich ja an diese Strategie dann halten, idealerweise. Und deshalb ist es sehr wichtig, da jetzt mal ein bisschen Zeit zu investieren und das dann intelligent zu kommunizieren. Jetzt haben wir eine weitere Frage. Da geht es um Vermietungsangelegenheiten. Ist es im Vermietungsbereich ermöglicht, die Mehrwertsteuerreduzierung in einem Betrag im Dezember dem Mieter zurückzuerstatten? Also, das muss ich jetzt sagen, schwierig, kenne ich mich jetzt rechtlich nicht ganz so aus. Ich stelle es mir jetzt nur schwierig vor, dass Sie eine Vertragsgrundlage irgendwo ein Stück weit umgehen, durch eine sozusagen eine Sonderregelung mit einer Einmalüberweisung am Ende dieser Laufzeit. Ich bin da immer der Meinung, sofern da keine vertragliche oder schriftliche Grundlage besteht, ist sowas schwierig. Das muss natürlich dann in Einvernehmen geschehen. Im Zweifelsfall in dieser individuellen Fragestellung auch nochmal das rechtlich prüfen lassen. Ich kann nur sagen, wenn sich die Verträge natürlich dementsprechend um den Steuersatz anpassen, ändert sich der Betrag. Da müssen Sie schauen, was in dem Vertrag vereinbart ist, sofern da steht, dass der Betrag inklusive der aktuell geltenden Mehrwertsteuer zu einem Tag, Datum X überwiesen werden muss, ist das natürlich anzuwenden. Und sonst machen Sie dazu idealerweise einen Nachtrag zum Vertrag und prüfen aber auch, ob das rechtlich überhaupt möglich ist. Jetzt geht es noch mal einmal zu einer Rechnungserstellungsfrage, ob die Gewährung des Pauschalrabatts trotzdem den Mehrwertsteuersatz der Einzelposition auf der Rechnung verändern. Also auf der Rechnung müssen Sie natürlich das Ganze richtig ausweisen. Dafür sorgt Ihr ERP-System. Das ist ganz klar Aufgabe des ERP-Systems. Also, dass Sie eine rechtlich korrekte Rechnung ausstellen. Das muss natürlich gewährleistet sein. Wenn Sie jetzt einen Pauschalrabatt gewähren,
dann tun Sie das ja, indem Sie den UVP sozusagen anrühren. Der Mehrwertsteuersatz, den Sie am Ende ausweisen, das ist unangetastet. Also Sie können jetzt nicht den Pauschalrabatt geben und dann am Ende sagen, gut, dann schreiben wir jetzt 19% auf die Rechnung. Das ist natürlich schwierig. Sie müssen, und das ist auch vom Gesetzgeber so gefordert, natürlich den korrekten Mehrwertsteuersatz auf den Rechnungen für Ihre Endkunden ausweisen. Ich hoffe, das konnte die Frage beantworten. So, ich denke, jetzt sind wir bei allen Fragen durch. Wenn es jetzt keine Anschlussfragen mehr gibt, würde ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in dem Thema so ein bisschen eine Richtung geben. Leider kann ich Ihnen die Frage der Preisgestaltung nicht abnehmen. Das hängt aber auch mit dem kartellrechtlichen Hintergrund ein bisschen zusammen. Sofern es da jetzt noch Anschlussfragen gibt oder Sie da einfach nochmal zu telefonieren möchten oder einfach noch ein bisschen weitere Informationen benötigen, Zahlen, verschiedene Handelsdaten, kommen Sie auch gerne auf mich zu, da unterstützen wir gerne. Ansonsten würde ich jetzt nochmal an Frau Brüchle übergeben. Ja, gern. Ja. Dankeschön, Herr Becker. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Teilnahme, auch für das Referat, die Erläuterung, Herr Becker, bei Ihnen herzlichen Dank. Wir sind nach wie vor als Tourismusreferentin Claudia Brüschle und Nadine Kiel, die hier für als Handelsreferentin in der IHK Cottbus erreichbar und würden Ihnen die Fragen weiterleiten, sofern wir sie nicht selbst beantworten können. Und das Video ist ja aufgezeichnet, wird eingestellt auf unserer Homepage. Also jeder, der jetzt noch Nachfragen hat oder nachschauen möchte und weiterleiten möchte, auch den Link, der kann das dann tun. Sie bekommen diese Informationen auf unserer Homepage unter Corona-Aktivität zu sehen und jedes Webinar, auch die vergangenen, sind dort nachzuschauen. Auch der Vortrag somit ist mit aufgenommen und wird auch einzeln eingestellt. Also somit herzlichen Dank, Herr Becker. Und, und ich möchte somit das Webinar schließen. Freue mich über Ihre Teilnahme. Viel Erfolg noch weiterhin. Für den Tourismus ist jetzt wichtig, dass es noch wahrscheinlich die Corona-Hotspots jetzt in einer Sitzung halt von den Gesundheitsministern nun entschieden wird, wie die Reisen sich gestalten, welche Reisen noch angenommen werden dürfen, auch von den Hotspots-Gebieten hier in einer gesunden Reiseregion. Da werde ich Sie informieren. Auch das wird auf der Homepage erscheinen. Und ich denke, das ist für die Gesundheit von unserem ganzen Land wichtig. Gut, somit verabschiede ich mich. Und toi, 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 bei der Mehrwertsteuerregulierung, bei Ihren Entscheidungen und bei den Abrechnungen und dass hoffentlich das Konjunkturpaket für Sie auch wirklich etwas bedeutet und somit auch in den Berechnungen und in den Ergebnissen dargestellt werden kann. Gut, dann verabschiede ich mich. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank, alles Gute. Tschüss.